Ich grüße Sie ganz herzlich zur Andacht in der Woche nach dem Sonntag Jubilate, dem dritten Sonntag nach Ostern, hier aus der Scheune in der Kirchgemeinde Dresden-Ost in Leuben. Ich bin Pfarrer Joachim Grönert. Ostern ist Grund zum Jubel, zur Freude, weil der auferstandene Christus die Mitte unseres Glaubens ist, gibt es Grund zur Freude, zum Lob Gottes, zur Dankbarkeit, Jubilate. Ostern ist noch nicht vorbei. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. So heißt es im Evangelium des Sonntages von Jesus Christus. Weinstöcke, die kennen wir ja hier an der Elbe. Noch mehr gehörten sie aber zu Jesu Zeiten in den Mittelmeerländern zum Arbeitsalltag der Menschen, mit denen er zu tun hatte. Viele kannten sich dort damit aus, wie man Wein anbaut, die richtigen Sorten züchtet, wie man ihn dann auch so pflegt und beschneidet, dass er möglichst viele Trauben mit großen, saftigen Beeren bringt. Die Leute also, denen Jesus das damals erklärte, hatten nicht die abgepackten Weinbeeren aus dem Supermarkt vor Augen, sondern die Weinberge, die sie aus eigener Anschauung und ihrer eigenen Arbeit kannten, für deren Pflege sie verantwortlich waren. Ja, natürlich, auf die Frucht kommt es an, auf die Qualität und Quantität der Beeren, die man dann gut verkaufen konnte, beziehungsweise aus denen man dann einen guten Wein herstellen konnte. Die Frucht wächst aus den Weinreben, die wiederum am Weinstock wachsen und auf deren Pflege und richtigen Verschnitt der Winzer bis heute ganz besonders achten muss. Das faule, kaputte, vertrocknete, das, was keine Frucht bringt, das muss abgeschnitten werden. Das Gute ist zu reinigen, zu pflegen, damit es mehr und bessere Frucht bringt. Aber Jesus geht es ja nicht um eine Belehrung der Jünger und zum Thema die besten Weinanbaumethoden. Nein, ein Wort taucht in diesem Bibelwort immer wieder auf. Bleibt. Bleibt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Natürlich, eine Weinrebe könnte nie Frucht bringen, nicht mal kleinste Trauben wachsen lassen, wenn sie sich vom Weinstock ablöst. Es wäre ein total sinnloses Unterfangen für die Rebe, denn sie leitet ja nur den Lebenssaft aus dem Weinstock hin zu den Trauben, den Früchten. Selber ist sie eigentlich nicht viel mehr als eine Verbindungsleitung zwischen Weinstock und Früchten. Eine abgebrochene Weinrebe kann natürlich keine Frucht bringen. Und wenn sie schon welche hätte, dann vertrockneten sie und gingen kaputt. Eine Rebe ohne Weinstock, die ist zu nichts nütze. Deshalb bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als zu bleiben, dran zu bleiben am Weinstock, der sie am Leben hält und durch den sie Frucht bringen kann. Und tatsächlich wäre es ja auch völlig widersinnig, wenn eine Rebe plötzlich auf die Idee käme, von heute ab will ich ohne Weinstock leben. Den brauche ich nicht mehr. Jetzt bin ich groß genug, selbstständig, kenne mich aus in der Welt. Ich kann meine Weintrauben selber züchten. Nichts kann sie. Ein paar fertige Weintrauben werden höchstens zu vertrockneten Rosinen. Ein blöder Vergleich, würde man vielleicht sagen. Keine Rebe käme auf die Idee. Aber nach meiner Erfahrung gibt es genügend Menschen, die diese Idee leben. Schauen wir uns nochmal den Vergleich an. Da heißt es ja, dass Jesus selbst der Weinstock ist. Gott, sein Vater, der Weingärtner. Die, die er anredet, seine Jünger, seine Nachfolger damals und heute, das sind die Reben. Jeder Christ, jeder Getaufte,
eine solche Rebe. So knapp 5000 davon gibt es in unserer Kirchgemeinde Dresden-Ost. Bleiben wir dran? Oder haben sich schon viele abgenabelt? Halten wir die Verbindung zum Weinstock oder ist sie uns irgendwann abgebrochen, verloren gegangen? Wozu dieser Glaube an Jesus Christus? Wir kommen doch auch so ganz gut zurecht. Ich denke, dass es darauf natürlich ganz unterschiedliche Antworten geben wird. Und ich denke auch nicht, dass nur die paar, die ziemlich regelmäßig die Veranstaltungen im Gottesdienst der Gemeinde aufsuchen, lebendige Reben sind. Wichtig für die Rebe und für uns Christen ist aber, dass irgendwie dieser Lebenssaft fließen kann, dass etwas in Bewegung bleibt, dass es ein Hin und Her gibt zwischen Weinstock und Rebe. Und dieses Hin und Her kann genauso in frommen Formen erstarren, sodass einem in manchen Kirchen das Frösteln kommt. Aber es geht eben auch kaputt, wenn die Verbindung einschläft, eintrocknet und mein Glaube vielleicht mit 60 noch auf dem gleichen Niveau ist wie als Kind. Bleibt in mir, sagt Jesus, mehr nicht. Lasst mich in euch wirken, lasst mich euer Leben begleiten, haltet die Verbindung fest. Ich möchte nicht, dass ihr euer Leben wegwerft, ich möchte, dass ihr lebt, fröhlich lebt, dass ihr es zu etwas bringt in eurem Leben, dass ihr Ideen entwickelt, die Früchte tragen. Und Christsein heißt natürlich nicht, immer am Alten hängen zu bleiben und nur traurige Lieder zu singen, sich alles verbieten zu lassen. Nein, Christsein heißt, hoffnungsvoll zu leben. Hoffnungsvoll, weil unser Leben aus der Hand dieses großen Gottes kommt, der uns nicht nur das Leben geschenkt hat, sondern der unser Leben begleiten und zum Ziel führen will und uns immer wieder Kraft dazu schenken möchte. Er möchte, dass wir an ihm dranbleiben. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. Kraftquelle willst du sein, lädst uns ein, an dir dran zu bleiben. Manches bedrückt uns und stürmt auf uns ein. Dir klagen wir den Krieg in der Ukraine, dir klagen wir eigene Leiterfahrungen und Glaubenszweifel. Lass uns dranbleiben an dir. Erneuere unseren Glauben und unsere Hoffnung. Lass deinen Lebenssaft in uns fließen, damit wir Frucht bringen. Amen. Und dazu segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
das Leben, wer dir vertraut, schenkt.